Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTo. Ich fahre die SWM 125 Enduro Factory. Das und mehr nach dem Intro. Ja, Leute, heute ist noch ein Tag von SWM und es ist einfach mal mega geil. Wir sind jetzt gerade die 500er und die 125er Supermoto gefahren und jetzt fahren wir noch den Enduro. Wenn ihr irgendeins von den Videos sehen wollt, klickt hier oben auf das i, dann kommt ihr direkt zu dieser Playlist und könnt euch das ansehen. So, was gibt es zu sagen, was gibt es zu erzählen? Ich fahre jetzt die Factory und das ist ein Motorrad, was um einen Daumen ein paar Hunderter, ich glaube, da kostet sie mehr als die Originale. Dafür hat sie einige Parts mehr, die die Originale oder die Standardausführung nicht hat. Um euch einen groben Überblick zu geben, was wirklich alles mehr ist bei der Factory-Variante, zähle ich hier kurz die Punkte auf. Das Motorrad hat direkt einen Sportauspuff verbaut von Arrow. Das Motorrad hat ebenfalls einen anderen Lenker verbaut, nämlich einen Lenker mit Querstrebe und einem Lenkerpolster. Zusätzlich hat die SWM auch eine andere Gabel verbaut, die einstellbar ist, genauso wie das zentrale Federbein einstellbar ist. Es sind höherwertige Griffe an das Motorrad gebaut, es sind Handguards verbaut und die Sitzbank ist ja mal der Oberhammer, die ist richtig cool. Zusätzlich ist auch noch eine verstärkte Kette am Motorrad drauf und es hat ein Alu-Kettenrad verbaut. 101, 102, 103, leicht abschüssig muss man dazu sagen hier. Highspeed-Test, 105, ja okay. Der Highspeed ist okay. Dafür, dass es auch wieder hier kein 1000er Service und noch nichts gemacht wurde, die wird sicher nachher auch noch ein bisschen schneller. Ist gar nicht mal so leise, relativ laut sogar. Ganz angenehm. Ja, was kann ich zu Enduro noch sagen? Das Interieur ist wie gewohnt bei SWM das gleiche wie bei allen. Das Einzige, was so ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass dieses Motorrad eben auch wieder kein ABS hat. Es hat wieder CBS, das ist einfach wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet von dem Motorrad. Es spielt in der Oberklasse mit vom Preis her, nicht so krass. Da ist Polizei. Zivile. Solange es uns nicht auszuholen, ist alles okay. Kleiner Fun Fact am Rande, was hat uns am Abend dann rausgeholt beim Nachhausefahren? Warte mal, sorry. Jawohl, sorry. Und da hat uns die Polizei rausgewunken. Aber ich war nicht schnell, mich lieber so anmerken. Aber ich habe es so gewusst gerade. Bin ich gespannt, was jetzt passiert. Als allererstes fangen wir von vorne nach hinten an, hätte ich gesagt. Es ist hier eine andere Gabel verbaut als in der Standardvariante. Hier ist sie komplett einstellbar, was ich mega praktisch finde und mega gut finde. Ansonsten sind hier vorne natürlich die ganz normalen Komponenten verbaut. Das sieht genauso aus wie bei der Standardvariante. Finde ich aber schick. Wie gesagt, die LED-Blinker, das habt ihr alles bei der Standardvariante auch. Das haben wir hier auch. Hier oben sind noch Handguards zusätzlich drauf, hier sind andere Grips drauf, die nochmal ein bisschen mehr diesen Style haben, gefallen mir auch sehr gut. Zusätzlich hier ist noch der Schutz drauf, ein anderer Lenker ist auch drauf. Hier unten auch wieder die rote Zylinderkappe, sieht einfach mega sick aus und gefällt mir richtig gut. Hier noch ein paar Sticker drauf gekommen, hier ist nicht ein anderer Auspuff drauf, den zeige ich euch auch gleich. Ich möchte nur hier wieder das erwähnen, die, wenn ihr die habt, schraubt die sofort runter, das nervt nur beim Ständer abstellen. Hingegen das hier hinten ist wieder richtig praktisch, weil damit kannst du das Motorrad besser rangieren und besser bewegen. Vorteil auch bei dieser Variante ist ein besserer Sitz verbaut. Wenn ihr schaut, das ist ein bisschen noblerer Sitz als diese Standardvariante, die hier verbaut ist. Hier drüben gehen wir zum Endschalldämpfer, den zeige ich euch, das ist ein Aero. Und wie ihr seht, sieht der verdammt sexy aus. Eine andere Kette ist auch verbaut. Und natürlich, also das ist eine andere, also da ist ein Aero drauf, eine andere Kette ist verbaut. Und allgemein ist sie einfach ein bisschen besser ausgerüstet als die Standardvariante. Wenn ihr den Auspuff mit dem Auspuff vergleicht, das sieht halt nochmal ordentlich schön aus und oder nochmal ordentlich besser aus als bei der drüben Variante. Ja, alles in allem, wenn ihr von hinten drauf schaut, sieht sie relativ dick aus und das macht auch mega viel Spaß, wenn sie ein bisschen dicker ist. Ich mag diese schmalbeckten Motorräder eh nicht. Deswegen gefällt mir, dass sie vorne ein bisschen korpulenter ist, ein bisschen mehr rum hat. Es ist ziemlich praktisch. Was auch cool ist, hier hinten auch ziemlich cool ist, das andere Federbein, was verbaut wurde. Also alles in allem einfach ein bisschen höherwertiger. Wo würde ich jetzt die Factory einreihen im 125er Segment? Muss ich euch ganz ehrlich sagen, relativ hoch oben. Es ist eine sehr solide 125er. Sie sieht sehr erwachsen aus, was ich sehr schön finde. Ja, zur Höhe kann man sagen, das Motorrad ist relativ hoch, aber durch das einstellbare Fahrwerk kann man das schön entgegenwirken und ich glaube, dass sehr viele Leute auf dieses Motorrad passen würden. Ich würde euch aber empfehlen, definitiv
geht zum Händler, fahrt das Motorrad Probe, probiert es aus, bildet euch eure eigene Meinung. Ich fahre ganz viele Motorräder, ich habe einen ganz anderen Blickwinkel mittlerweile schon auf Motorräder gefühlt als andere Leute. Deswegen fahrt ihr auf jeden Fall Probe und testet sie aus, wie sie euch gefällt. Ich bin gespannt, ich würde gerne noch die Supermoto-Variante in Factory ausprobieren, aber vielleicht kommt dazu mal ein späteres Video. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen, so will ich sagen. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen zu Enduro und ja, wenn ihr wollt, dass es wieder wärmer wird, vergesst nicht den Daumen nach oben. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!